Die Sportarena. 100% Regionalität in ihrer gesamten Vielfalt. Das fünfte Rennen im Vorarlberger Hillclimb Mountainbike Cup Gumpbike. Wie immer eines der größten Rennen während der Saison. Über 200 Starter sind gemeldet. Es gilt, 1000 Höhenmeter und 10 Kilometer zu absolvieren, bis man dann oben bei der Alpe Gump ankommt. Wie immer ein ganz tolles Rennen. Viel Spaß. Es wird hart, aber das Wetter passt perfekt. Also ich glaube, es wird ein gutes Rennen. Ich kenne Strecke schon, ich bin auch schon hochgefahren, aber für mich sind die Zeiten, die dir Athleten dafür zurücklegen, utopisch. Sportlich gesehen ist das Gumpbike eigentlich zweiteilig. Denn auf der einen Seite starten die besten Hillclimber der Region im Rahmen des fünften Rennens zum Vorarlberger Mountainbike Hillclimb Cup. Und auf der anderen Seite sind viele mit dabei, deren Ziel es einfach ist zu finishen. Hier steht der Spaß besonders im Vordergrund. Ich habe Kuffee und fahre los. Wir haben vorne extra kleines Ritzluft gemacht, damit ich aufkomme. Im Rennen zum Vorarlberger Hillclimb Cup gaben dann die üblichen Favoriten den Ton an. Nach Beginn des Rennens beim Dorfbrunnen in Peschling waren es vor allem der Montafoner Daniel Zuck und Wolfgang Moosbrucker von DJs Bike Shop Simple & Hard, die mächtig Gas gaben. Beide sind sie ja im Hillclimb neben Christian Schmidt aus Feldkirch das Beste, was das Land aufzubieten hat. Schon fast unglaublich, wie die Besten die 1000 Höhenmeter und 10 Kilometer bewältigen. Am Schluss war es dann Wolfgang Moosbrucker, der sich absetzte und unter dem großen Jubel der vielen Zuschauer ins Ziel kam. Ja, es ist Einteilungssache. Also man kann nicht einfach nur blind losbrettern, dann kommst du nicht als Erster ins Ziel. Und ich bin, glaube ich, das 14. oder 15. Mal in Folge dabei und die Erfahrung macht es, glaube ich. Dahinter dann der Montafoner Daniel Zuck auf Rang 2. Ja, es ist ja eigentlich bei uns immer spannend. Wir matchen uns eigentlich immer gegenseitig. Wir wechseln uns immer ein bisschen ab, wer wo am Podium steht. Und diesmal sind wir dann auch Deutsche und Tiroler Athleten da gewesen, relativ starke. Den haben wir es aber heute wieder richtig zeigen. Und ja, das ist ein super Rennen gewesen. Einmal mehr seine gesamten Kämpferqualitäten ausgepackt hatte am Sonntag der Feldkircher Bikeworks-Fahrer Christian Schmidt. Lange mit deutlichem Abstand hinter dem Tiroler Schafferer an Position 4 quälte er sie förmlich mit letztem Einsatz am Tiroler vorbei und holte noch Rang 3. Heute war es wirklich extrem hart. Ich war am Rossbonn auf Vierter, doch der Rückstand war schon groß auf dem Dritten, aber irgendwie habe ich es noch geschafft zum Dritter werden. Ja. Bei den Damen gab es am Erfolg von Anna Obmann keine Diskussion. Zu deutlich ist im Hillclimb in Vorarlberg ihre Vormachtstellung. Ja, heute war es extrem zäh, also es war nicht mein Tag, absolut nicht. Form ist am Ende. An der zweiten Position Skibergsteigerin Martina Senn. Und tolle Dritte wurde Obmanns Teamkollegin Melanie Geiger. Super Mountainbike. Zu unterwegs. Was für eine Stimmung hier, Robert. Damit dürfen wir dann Gumpbike sportlich 2015 beendet haben. Du bist eine Siegerin, Finisherin. Hey, gewaltig, gewaltig. Viele Finisher mit dabei gewesen, Karl Dobler. Das ist auch der Lohn, glaube ich, für viel Arbeit, was man immer hat in der Vorbereitung. Starke Leistungen, Wolfgang Moosbrucker hier gewonnen. Ja, super Leistung. Also überhaupt sind alle Athleten zu beglückwünschen, die das Ziel auf Gumpbike verschaffen, weil es ein sehr strenger Weg ist und das Schlussstück hat schon in sich 208 Finisher gehabt, die ins Ziel gekommen sind. Also eine tolle Veranstaltung. Ja, das war's also vom Gumpbike 2015 im Rahmen dieses Vorarlberger Hillclimb Mountainbike Cups. Wir berichten natürlich dann auch über das letzte Rennen, das Anfang Oktober mit dem Finale in Furk stattfindet. Die Sportarena, 100% Regionalität in ihrer gesamten Vielfalt.